Mentale Gesundheit, Lernen von Spitzensportlern und Glück als Wirtschaftsfaktor. Muss auch der Arzt in der eigenen Praxis ganzheitlicher denken? Darüber spreche ich heute mit meiner Interviewpartnerin Antje Heimsöth im Business Talk Podcast. Schon mal herzliche Grüße, Antje, zu dir. Wo bist du gerade? In Rosenheim, zwischen München und Salzburg. Ich bin gerade mal zu Hause. Wunderbar, wunderbar. Ja, und jetzt an alle, die zuhören und zuschauen, zunächst mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie und Euch auf dem Weg in die Niederlassung und Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps und behandeln Themen, die auch über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Und wenn Sie mehr zum Thema Business Talk erfahren möchten, besuchen Sie gerne die Homepage businesstalk.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info@businesstalk.online. Und wie immer sind wir auch nicht böse drum, wenn es eine Bewertung bei iTunes oder YouTube gibt. Also von daher freuen wir uns darüber sehr. Ja, mein heutiger Interviewgast, ich habe die Themen von Antje Heimsöth und die ganzen Veröffentlichungen schon eine Weile beobachtet und habe dann irgendwann allen Mut zusammengenommen, habe sie einfach mal angeschrieben, ob sie mir hier für den Business Talk Podcast zur Verfügung steht. Sie hat relativ schnell zugesagt. Ich freue mich umso mehr, dass sie bei dem unglaublichen Pensum, was sie an den Tag legt, da komme ich gleich nochmal drauf, Zeit gefunden hat. Und sie hat gerade nochmal gesagt, sie hat sich wirklich auch die Zeit genommen. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und ja, jetzt habe ich mir hier aufgeschrieben, ich lese das mal vor, jetzt anschnallen und eine bequeme Sitzhaltung einnehmen, denn jetzt kommt die offizielle Vorstellung. Antje Heimsöth, Jahrgang 64, ist Diplom-Ingenieurin und als Gründerin und Geschäftsführerin des Instituts für Business und Sport Coaching der Heimsöth Akademie trainiert Antje Heimsöth Führungskräfte, Vorstände und Unternehmer. Sie gehört zu den bekanntesten Mentalcoaches und Vortragsrednerinnen im deutschsprachigen Raum. Ihre Erfahrungen mit internationalen Konzernen und traditionsreichen Mittelständern wie, und jetzt kommt nur ein kleiner Auszug der Liste, Adidas, BMW Group, AIDA, Lufthansa Technik, Appetito, Volksbanken, Sparkassen, Hypovereinsbank, Otto Group und so weiter und so weiter, noch viele, viele mehr, sowie aber auch internationalen Spitzensportlern, Profiteams und Bundestrainern, machen Sie zu einer begehrten Keynote-Speakerin mit mentalem Olympia-Faktor, sehr schön, go for gold. Die ausgebildete Ingenieurin, sie studierte Geodäsie, ist das richtig? Mhm, ja. Müssen wir auch auf jeden Fall drüber sprechen. Als ehemalige Leistungssportlerin, auch darüber müssen wir sprechen, Unternehmerin, Bestseller-Autorin, internationale Expertin für mentale Stärke, Spitzenleistung, Veränderung, Erfolg, Führung, Motivation und Selbstführung. Ich glaube, ich habe gelesen, du hast 7 eigene Bücher geschrieben, ist das richtig oder sind es mittlerweile viel mehr und 13 als Co-Autorin? Also ich habe 9 jetzt geschrieben. 9. Und bastel gerade am Buch 10 und wir sind uns noch nicht ganz einig über das Thema, weil ich bin der Meinung, ein wichtiges Thema ist das Thema Vertrauen, zum Beispiel auch Vertrauen zum Arzt. Okay. Und die Verlage sehen das ein bisschen anders. Mal schauen. Okay. Ich bin auf jeden Fall dran und ja, es gibt noch ein paar, ich weiß gar nicht, ich habe sie gar nicht gezählt, wo ich überall mal ein Kapitel beigesteuert habe, ja, und eben ganz viel Presse arbeite. Genau, ja, also neben diesen ganzen anderen Sachen, aber ich habe jetzt, wie gesagt, 7, aber wenn es schon 9 sind, du Weg auf dem 10. bist. Ja, als anerkanntes professionelles Mitglied der German Speakers Association gehört sie zum Premium Speaker Schweiz und Top Speaker, Top 100 Excellent Speaker. Sie wurde als Vortragsrednerin des Jahres 2014 gekürt und mit dem Award Erfolgreiche Unternehmerin 2016 ausgezeichnet. Focus, also das Magazin, kündigt sie als Deutschlands renommierteste Motivationstrainerin an. Antje Heimsöth besticht durch ihre Praxisfundierung, durch ihre gewinnende Art und sie liefert Content vom Allerfeinsten und begeistert durch ihre Anschaulichkeit. Sie brennt für ihre Themen und ihre Kunden und das spürt ihr gegenüber. Und das sagt nicht sie von sich, sondern das sagen andere über sie und das ist immer noch viel, viel mehr wert. Antje, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen im Business Talk Podcast. Ich sage danke, dass du Interesse hast, über ja, mein Thema mit mir zu sprechen, zum Wohle von Dritten, dass ich jetzt also sozusagen mein Wissen teilen kann, denn ich teile unwahrscheinlich gern. Sehr, sehr schön. Ja, bevor wir in diese Frage- und Antwortrunde einsteigen, vielleicht nochmal 2 Sätze zu dir. Vielleicht kannst du selber nochmal sagen, wer ist Antje Heimsöth, was macht sie privat und beruflich mit eigenen Worten? Naja, privat reise ich für mein Leben gern und das möglichst in die Ferne, weil die Welt ist so groß und schön und ich suche mir jedes Jahr ein Land aus, wo ich noch nicht war. Dieses Jahr wird es Neuseeland und da reise ich dann hin und da schalte ich dann auch ab und da gibt es keine Arbeit und ja, da ist der Finger auf der Löschtaste sehr geduldig
und komme dann, fange dann so an, 2-3 Tage vor, wenn der Urlaub zu Ende geht, dann langsam auch wieder an, mich auf die Arbeit einzustellen. Und ich habe hier links eine riesen Weltkarte hängen, da gibt es noch viele Löcher und das werde ich dann die nächsten Jahre füllen. Ja, das ist das Private und ich nehme natürlich ganz viele Impulse auch für meine Vorträge und meine Arbeit mit, weil ich glaube, und ich habe gerade vorhin ein Gespräch darüber gehabt, dass wir in Deutschland gar nicht mehr wissen, wie gut es uns eigentlich geht und Forderungen stellen an die Politik und an unsere Mitmenschen, die einfach langsam nicht mehr realistisch sind und auch nicht gut tun. Uns nicht und unseren Mitmenschen nicht. Und meine Arbeit würde ich manchmal so beschreiben wollen, dass ich die Möglichkeit bin, anderen zu mehr Wachstum, Kraft und Größe zu verhelfen. Ja, also auch andere Menschen erfolgreich zu machen, was immer Erfolg ist. Weil Erfolg kann auch sein, dass ich als Mutter 2 Kinder großziehe. Also ihnen ermögliche, dass sie eine gute Schulbildung besuchen und dass sie einfach glücklich groß werden und auch einfach Dinge kennenlernen wie Regeln und Grenzen und so weiter. Also das muss man dann immer wieder definieren, was ist überhaupt Erfolg. Das heißt also, du beziehst das eine mit dem anderen ein. Das heißt, du wenn du unterwegs bist, wenn du reist, dann ist das nicht immer nur privat, sondern eben auch beruflich. Aber wenn du dann beruflich unterwegs bist, nimmst du dir auch die Auszeit privat, damit du diese beiden Dinge so ein bisschen miteinander kombinieren kannst und eben auch die Möglichkeit hast, mal zu entspannen. Habe ich das richtig verstanden? Das, manchmal. Also ich fahre schon, wie jetzt Neuseeland, ist eine reine private Reise. Und trotzdem so Dinge, die mir einfach passieren, die mir auffallen, die schreibe ich mir auf und die nehme ich mit und baue sie in meine Vorträge ein. Also zum Beispiel war ich dieses Jahr im März im Oman und habe halt, weil ich da so ein bisschen Reiseleitung für ein Kreuzfahrtschiff gemacht habe, wo ich eben als Speaker auch auftrete, habe ich mit den Reiseleitern mich unterhalten, weil mag ja was übers Land lernen und ich gehe dann Mittagessen mit den Reiseleitern. Und dann haben sie mir zum Beispiel erzählt, dass Respekt das höchste Gut ist im Oman. Der Respekt gegenüber anderen Menschen, anderen Religionen, anderen Verhaltensweisen, anderen Glaubensansätzen. Und dass sie das eben auch leben, indem sie zum Beispiel in Salalah eine Christenkirche haben und auch einen Hindu-Tempel. Und dass man nur was wert ist, wenn man eben oder respektiert wird, wenn man eben auch Respekt lebt und dass man nur Mensch ist, wenn man respektvoll mit anderen Menschen umgeht. Ja, schon hardcore formuliert. Aber genau diesen Respekt wünschte ich mir wieder bei uns. Ja, diese ständige Bewerterei, Abwerterei, wie Menschen mit anderen Menschen über Social Media umgehen. Wo du dann liest, dass der Eventmanager von einem Kreuzfahrtschiff ein Trottel sei, dass unsere Politikerin Frau Merkel eine Prostituierte ist und so weiter. Das ist für mich ein No-Go. Trenne Sache von der Person, diskutiere in der Sache. Wir können ja gerne über Politik diskutieren. Aber deswegen lass mal bitte den Menschen im Frieden. Jeder ist okay, so wie er ist. Und wir müssen ja nicht alle dick miteinander befreundet sein. Aber so diese Wertschätzung und Anerkennung, die sich alle Menschen wünschen, die sollten wir selber wieder mal mehr geben und andere Menschen spüren lassen. Und das wird mir auf so Reisen dann immer wieder sehr bewusst und nehme dann einfach solche nochmal Wahrnehmung und Impulse wieder mit. Und die bringe ich dann hier auch wieder an den Mann, an die Frau. Auf die Bühne sozusagen. Auf die Bühne, ja. Das ist mir wirklich auch schon aufgefallen. Du bist jemand, der gerade auch in dem Bereich der sozialen Medien Stellung bezieht. Also du lässt nicht einfach irgendwas stehen, sondern du sagst deine Meinung, du stehst für deine Meinung und vertrittst diese Meinung auch. Also nicht nur mit einem kurzen Slogan, sondern wirklich teilweise mit einem Statement dahinter. Ist das eine Philosophie und ist das etwas, was dir viel bedeutet? Naja, es ist ein zwieschneidiges Schwert. Es gibt schon Kollegen, die mich dafür verurteilt haben und gesagt haben, das macht man nicht und haben irgendwelche Strichlisten geführt, wie viel Gedanken sind jetzt da positiv und wie viel negativ. Und weil ich ja auch natürlich für das Thema positives Denken stehe, wobei ich eben immer ganz klar sage, Optimismus ist wichtig, aber Optimismus zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche immer nur Chaka-Chaka, Halligalli drauf sind. Und auf der Bühne muss ich polarisieren und provozieren, unbedingt, weil ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Mauern zum Wackeln bringe, indem ich einen Kuschelkurs in meinen Trainings halte oder eben auch in den Vorträgen, sondern ich werde ja auch deswegen für die Bühne gebucht, dass ich eine Stellung beziehe, dass ich eine Meinung habe und dass ich provoziere. Und selbst wenn Menschen nicht meiner Meinung sind, aber wenn sie anschließend darüber diskutieren, dann habe ich schon gewonnen. Ja, weil es mir wohl bewusst, dass
viele Menschen nicht meiner Meinung sind, vor allem nicht, wenn ich sage, es geht uns hier sau gut. Lasst uns nicht immer auf die Sorgen, die wir angeblich haben, schauen. Ich weiß immer gar nicht, welche Sorgen das sind, weil heute Nachmittag war so schön, hat mir eine Kollegin erzählt, die Kosmetikerin ist. Du Antje, da liegt jemand bei mir auf der Liege und sagt, ich bin so arm als Rentnerin, kann sich meine Kosmetik leisten, hat zwei Häuser in Dresden und hier, aber sie ist eine arme Rentnerin und weil sie so eine arme Rentnerin ist, wählt sie jetzt AfD. Und da tue ich mir schwer. Ne? Und dass da natürlich dann viele auf so einem Vortrag auch sagen, ey, was, die erzählt so viel Nonsens, kann ich mitleben. Mhm. Ne? Aber ich glaube und ich bin zutiefst überzeugt, wir brauchen wieder mehr Zufriedenheit, wir brauchen so ein Stück wieder dieses Glücklichsein, die glücklichen Momente wahrnehmen, damit es uns einfach psychisch und physisch besser geht, weil dass das miteinander zu tun hat, das wissen alle Ärzte, Psychoneuroimmunologie. Ne? Mhm. Und daher, ja, polarisiere ich bewusst, nehme ich bewusst Stellung, wohl, dass ich manchmal auch unsicher bin, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Mhm. Das heißt aber, es ist dir dann auch mehr und mehr egal, wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, egal, weil du achtest ja schon drauf, dass, was du sagst, du setzt es auch bewusst ein. War das denn immer so, dass du gesagt hast, ich sage jetzt meine Meinung oder ist das auch etwas, was sich bei dir wirklich entwickelt hat, auch bei der ganzen Erfahrung, die du jetzt in den letzten Jahren ja gesammelt hast, also auch vielleicht auf dem Weg zur Unternehmerin immer mehr? Also ich habe es sicher immer schon getan, ich tue es jetzt etwas bewusster, ich bin ein bisschen vorsichtiger, überlegter. Es ist mir aber überhaupt nicht egal, dass Menschen dann anfangen, auch auf mir rumzuprügeln, mich zu rezensieren mit Lügen. Also auf Google zum Beispiel hat jemand etwas behauptet, den habe ich nie kennengelernt, der war bei mir nie in einem Seminar. Das hat er bei einer Rechtsanwaltskanzlei dann auch gemacht. Das hat er dann aber wieder gelöscht, als die Kanzlei ihm halt auch gesagt hat, hey, es gibt sie gar nicht, sie sind bei uns nicht Kunde. Oder dass dann Frauen in Blogs nachhaltig immer und immer wieder über meine Bücher schimpfen. Das ist mir nicht egal. Mitnichten, weil ich bin sehr emotional, damit auch verletzlich und angreifbar. Aber genau diese Emotionalität macht Unternehmerdasein aus, ist ein absoluter Erfolgsfaktor, weil Emotionen motivieren, Emotionen stecken an. Und überleg mal, ich gehe auf die Bühne und hätte keine Emotionen. Das geht überhaupt nicht. Ja. Aber ich habe halt auch nicht einen Panzer um mich herum. Ich bin schon verletzlich, wenn nicht mehr so, wie ich schon gewesen bin. Aber ja, es ist eine Gratwanderung. Das heißt aber auch letztendlich, das ist ja ein schönes Learning, wenn man jetzt daraus hört, man muss das vielleicht auch ein Stück weit aushalten, dass das so ist, aber trotzdem seine Meinung vertreten. Und wenn ich überlege, was ist jetzt wichtig, wir sprechen ja auch, eines deiner Hauptthemen ist ja das Thema mentale Stärke, da gehört das ja dazu, dieses auszuhalten, auch zu sagen. Jetzt natürlich steht nicht jeder, der hier zuhört und jeder Arzt, gerade als Unternehmer, auch nicht auf der Bühne, aber seine Bühne ist eben seine Praxis oder das Krankenhaus. Wie lerne ich diese mentale Stärke? Du bist ja wirklich mit Menschen in Verbindung, die in der Öffentlichkeit stehen. Also wir haben gerade dieses Thema Spitzensportler, Profisportler, die ja auch einen hohen Druck aushalten müssen von außen, auf die natürlich auch bei jeder kleinsten schlechten Leistung immer wieder eingeprügelt wird. Wie entwickle ich das? Wie kann ich für mich eine mentale Stärke erreichen, bevor wir dann dieses Thema Switch zum Arzt mal bekommen? Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Naja, ich sage immer, das heißt ja Mentaltraining, also da steckt das Wort Training drin. Das sind für mich viele kleine Übungen, die ich dann aber wirklich in meinen Alltag einbauen muss, darf, soll. Und die dann auch kontinuierlich mache, weil gerade Ärzte kennen den Begriff der Neuroplastizität. Das Gehirn ist plastisch, veränderbar. Und durch die kleinen mentalen Übungen können wir eben das Gehirn verändern, die Struktur im Gehirn, und das macht etwas mit uns. Und daher ist es immer wieder Übungen, ist es sich bewusst machen, wo lenke ich gerade meinen Scheinwerfer hin, schaue ich auf die Probleme oder schaue ich auf die Lösungen, schaue ich auf die Defizite meiner Mitarbeiter in der Praxis oder auf die Stärken der Mitarbeiter. Es ist, und das ein bisschen das Schwierige ist, es gibt ja nicht das Mentalrezept oder das Erfolgsrezept oder das Motivationsrezept. Man gehe zum Arzt, sage, was man hat, bekommt ein Rezept, geht in die Apotheke und man ist nach ein paar Tagen wieder gesund. Sondern man muss immer wieder schauen, was passt zu mir als Mensch, zu meiner Art zu denken, zu meiner Art zu leben.
Und das braucht ein bisschen Ausprobieren. Und deswegen begleite ich zum Beispiel Spitzensportler. Ich bereite jetzt gerade 5 Spitzensportlerinnen aus 5 verschiedenen Sportarten auf die nächsten Olympischen Sommerspiele vor. Braucht es auch eine langfristige Begleitung, ja, damit ich die Menschen immer besser kennenlerne, damit ich auch so ein bisschen die Knöpfe kennenlerne und sie auch immer wieder erinnere an Dinge, die vielleicht einfach mal wieder im Alltag so ins Unterbewusstsein verschwinden, sie auch ein Stück ermahne, ihre Übungen zu machen. Das ist eine Haltung. Für mich ist mentale Stärke definitiv eine Haltung und eine Einstellung zum Leben. Mhm. Und das ist eben nichts, was man so mal beliebig aus der Schublade zieht und dann funktioniert's, sondern das heißt schon, dass sich zum Beispiel auch das Umfeld ändert, dass man anders mit sich selbst und Dritten kommuniziert und Dinge einfach anders macht. Warum ist das Umfeld wichtig? Also dieses Thema, die Frage danach, wenn ich etwas möchte, eine Veränderung möchte oder gerade das Thema Veränderung hat ja fürs Umfeld immer eine ganz, ganz große Bedeutung. Das Umfeld möchte ja, dass es uns gut geht, möchte nicht, dass sich was ändert, möchte vielleicht nicht, dass wir den nächsten Schritt gehen, dass das Umfeld vielleicht nicht nachkommen kann. Welche Erfahrung hast du da gemacht? Es gibt genug Studien darüber, ich kram gerade in meinem Gehirn, wie die eine heißt mit E, mir fällt sie gerade nicht ein. Es gibt genug Studien darüber, dass zum Beispiel schlechte Laune einfach überspringt. Das wissen wir alle, wenn wir gut gelaunt in eine schlecht gelaunte Gruppe kommen, wie lange dauert es, dass wir noch gut gelaunt sind. Mhm. Thema Spiegelneuronen ist eben auch ein Thema. Daher ist es schon wichtig, dass ich mir ein Umfeld suche, was erstens eben nicht so dieses nur jammern, nörgeln, kritisieren und vor allem auf Menschen draufhauen, die etwas können, was ich selber, also die mir etwas vorwerfen, was sie selber nicht können und dann mich abwerten, weil sie selber auch können, gerne können würden. Das ist ja so ein nettes Machtspielchen zwischen Menschen, dass wir Menschen abwerten, weil sie entweder dieselbe Macke haben wie ich und gerade in den Spiegel schaue oder der andere etwas hat, was ich auch gern hätte, aber selber bisher mir nicht aneignen konnte. Und da braucht es sehr viel Reflexion, die wir heute uns keine Zeit mehr für nehmen. Ja, selbst am Wochenende, die Menschen, dann geht man essen, dann setzt man sich aufs Bike und fährt irgendwie 1000 Kilometer über die Alpen oder man rennt irgendwie einen Berg hoch oder und wir bräuchten eigentlich wieder Zeiten, wo wir uns einfach irgendwo hinsetzen, die Stille aushalten und zulassen, was da durch unseren Kopf marschiert, um das zu klären und sich zu fragen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben, was möchte ich denn mal, dass auf meinem Grabstein über mich steht oder auf meiner Grabrede über mich gesagt wird. Um entsprechend jetzt schon mein Leben entsprechend eine Richtung zu geben und auszurichten. Das heißt also, mein persönliches Umfeld sollte ich so wählen, dass das mich eher unterstützt, als dann wieder runterzieht. Kann das unter Umständen heißen, dass ich mich auch mal trennen muss von Menschen, die meinem persönlichen Umfeld mir nicht gut tun? Definitiv. Also Spitzensportler Britta Heidemann hat erzählt, dass sie bei den Olympischen Spielen eine Woche vor ihrem Wettkampf wirklich nur noch mit ganz bestimmten Menschen gesprochen hat, ihren Freunden, ganz bestimmten Freunden, ihrem Teampsychologen und mit sich selbst, wie sie sagt. Weil was bringt es jetzt, wenn sie sich noch runterziehen lässt durch falsche Meldungen, durch Nachrichten, die irgendjemand meint, dass sie wichtig sind und einen nur runterziehen und jetzt für den Sport überhaupt nicht zuträglich sind? Und so dieses sich zu schauen, weil wenn ich zum Beispiel als Sportler einen Trainer habe, der überhaupt nicht an mich glaubt, werde ich never ever richtig gut werden. Ich brauche einen Trainer und selbst wenn er vielleicht nicht von den Kompetenzen her the best of ist, der allerbeste Trainer ist, aber wenn er an mich glaubt, stärkt mich das auf jeden Fall mehr, als wenn er so top ist, aber glaubt nicht an mich. Mhm. Und ich glaube, das ist ja Thema Switch zu den Ärzten da dasselbe. Ich kann den allerbesten Arzt der Welt haben, aber wenn ich nicht überzeugt bin, dass er das die beste Therapie für mich hat und mich bestmöglich operieren und behandeln wird, dann hat er geringere Chancen auf jeden Fall. Thema selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Und daher ist es schon auch wichtig, gerade zwischen Patient und Arzt, dass da ein Stück Vertrauen da ist und dass der Glaube da ist, dass der Arzt auch sein Bestmögliches tut, um mich wieder gesund zu machen. Mhm. Das hat natürlich heute durch vieles gelitten, auch durch viele schlechte Erfahrungen, viele schlechte Nachrichten, auch in der Presse. Und aber wenn ich mich selber stärken will, ganz klar brauche ich ein lieber ein kleineres
Umfeld, also lieber 1, 2, 3 richtig gute Freunde, als ein großes Umfeld und ganz viel Bekannte, aber es tut mir nicht gut. Also das, da sind ja jetzt zwei Dinge drin, die ich wirklich total interessant finde. Auf der einen Seite das Thema, wenn ich etwas Neues tun will. Du hast gerade von der Spitzensportlerin gesprochen, die sich eine Woche vor einem wichtigen Wettkampf nur noch mit den Menschen unterhält, die ihr dieses Gefühl geben, dass sie genau alles kann, dass sie auf dem richtigen Weg ist und dass es nichts gibt, was sie von dem Erfolg abbringen kann. Ja. Das würde ja bedeuten, wenn ich etwas umsetzen will. Also ich denke jetzt mal gerade an den Arzt, der aus dem Krankenhaus in die eigene Praxis möchte. Der sollte sich wahrscheinlich jetzt nicht mit den Ärzten unterhalten, die seit 20 Jahren frustriert in ihre Praxis gehen und sagen, ich kann die Medizin nicht machen, die ich immer machen konnte. Und er kann vielleicht, sollte sich vielleicht ein Umfeld suchen, was ähnlich motiviert ist wie er, um sich nicht, also er soll sich nicht verschließen, natürlich vor Dingen, die stimmen und die faktisch da sind, aber sich vielleicht mit den Leuten umgeben, die erfolgreich sind, die tolle Praxen führen, die auch zeigen, wie so etwas funktionieren kann. Also vielleicht auch neben einem System, dem gesetzlichen System hier in Deutschland, was vielleicht zwar anspruchsvoll ist, aber auch nicht viel individuelle Medizin zulässt, oder auf der anderen Seite mit Praxen, die das trotzdem erfolgreich umsetzen. Ne? Also dass man da wirklich den schmalen Grat findet. Wäre das so ein Weg? Ja, für mich also im Prinzip drei Punkte. Das eine ist, ich sage immer, such dir Förderer. Das sind Menschen, die dich schätzen und dir sagen, das schaffst du. Einfach die überzeugt sind und dir das immer wieder auch sagen. Du brauchst Unterstützer, das sind Menschen, die dich schätzen, also die dich als Mensch sagen, ich achte dich. Aber in der Sache, lass uns mal diskutieren über. Ja, aber ganz wichtig in der Haltung, ich bin okay, du bist okay. Und dann brauchen wir Vorbilder. Also ich selber habe ja das Motto, lerne von den Besten. Ich suche mir immer wieder erfolgreiche Menschen, wie zum Beispiel Oliver Kahn, und verbringe Stunden mit diesen und interview sie und frage sie, hey, wie hast du es eigentlich geschafft? Was war denn für dich wichtig? Was waren Erfolgsfaktoren? Ich lese viele Bücher, über 5000 Bücher. Du findest mich nie ohne Bücher. Und so dieses Lerne von den Besten, also sprich, such dir Praxisinhaber, die eine Praxis aufgebaut haben, vor allem heute in den moderneren. Wir arbeiten ja heute anders in den Arztpraxen als noch vor 20 Jahren. Ja. Und frag die, vor allem die schon ein bisschen älter sind, die jetzt auch nicht Angst haben, dass du ihnen irgendeine Idee klaust und sie deswegen so mit Informationen zurückhalten. Oder geh auch in andere Bereiche, also in andere Fachbereiche. Nicht der Orthopäde zum Orthopäden, sondern zum Beispiel schaut ein Hermann Weinbuch als Bundestrainer der nordischen Kombinierer, schaut, wie machen es denn die Fußballtrainer? Wie macht es denn ein Jupp Heynckes? Und schaut dann, was kann ich davon nutzen für meinen eigenen Job als Trainer? Und da fände ich es ganz wichtig, dass wir einfach mal schauen, wie machen es denn zum Beispiel andere Arztpraxen in anderen Fachbereichen? Ich glaube, das ist super wichtig, weil das ist etwas, was wir auch immer wieder oder ich in der täglichen Praxis wirklich mit Ärzten in der Niederlassungsberatung erlebe, dass man viel zu sehr an dem hängt, was in der Vergangenheit gewesen ist und wenig offen ist für das neue System. Ich sage immer, die sollen mal raus aus ihrer Welt im Döschen, also die Glaskugel mal wegnehmen und mal außerhalb gucken. Können auch noch ganz andere Bereiche sein. Deshalb finde ich auch wichtig, dass der Arzt eben nicht nur im ärztlichen Bereich Fortbildung macht, sondern mal auf ganz andere Fortbildung geht, auch Persönlichkeitsentwicklung macht, deine Seminare besucht, andere Seminare besucht, um einfach mal zu gucken, ich komme mal raus aus diesem System, damit ich mir neuen Input auch holen kann. Ne? Ja, definitiv. Finde ich total wichtig. Aber ja, Menschen sind heute das, was die eigene Fortbildung angeht oder Persönlichkeitsentwicklung, echt geizig. Verstehe ich nicht, weil für mich war es immer die beste Investition in mich und meine Lebensqualität und Lebensfreude und auch in eben mein Unternehmertum, was sich ja nun erfolgreich darstellt. Und daher, ja, aber wie gesagt, das heißt natürlich dann auch manchmal, dass man sich unangenehme Dinge eingestehen muss, dass es Veränderungsbedarf braucht, Handlungsbedarf. Das heißt, aus der Komfortzone oftmals rauskommen, mehr Entscheidungen treffen, die man eigentlich schon lange vor sich her schiebt. Und aber wer erfolgreich sein will, glaube ich, gibt es keinen anderen Weg. Ja, das glaube ich auch. Und es gibt eigentlich im Moment schon einen Generationenwechsel, wie das jetzt in der Gesamtbevölkerung ist, auch bei den Ärzten. Die junge Generation von Ärzten gehen ganz anders damit um, schaffen sich auch medial vielleicht andere Möglichkeiten, schaffen sich jetzt schon eine Community, mit denen sie arbeiten, die vielleicht später ihre Patienten werden. Also auch, wir haben ja immer so dieses, das habe ich in dem einen oder anderen Podcast auch schon mal gesagt, wir haben immer die Patienten, die unmittelbar im Rahmen der Niederlassung um die Praxis herum sich bewegen. Ja, bei dem einen sind es 1000, bei dem anderen 600, bei dem anderen sind
paar mehr, paar weniger. Aber die Kompetenz der Ärzte, die ist eigentlich viel zu hoch, um nur 600 Patienten oder 1200 Patienten zu bedienen. Ja? Die Ärzte, die erfolgreich arbeiten, die arbeiten, wenn sie bundesweit, also nehmen wir mal jemand, der zum Beispiel, ich habe jetzt nächste Woche einen im Interview, der mit der Frauenfußballnationalmannschaft unterwegs ist, der ist natürlich raus aus seinen Themen. Ja? Der ist 3-4 Wochen nicht in der Praxis, ja, aber er lebt auch ganz andere Dinge. Das ist schon wirklich. Da kommt eine neue Generation, wächst da heran und ich glaube, da muss sich viel tun, weil auch die Gesundheit und die Medizin ändert sich ja. Gibt es vielleicht nochmal so einen Tipp, möchte nochmal dazu zurück, was wir vorhin gesagt haben, wie kann ich mich denn positiv auf eine berufliche Veränderung einstimmen? Also wie kann ich sagen, ich wage das jetzt? Gibt es da irgendeinen Tipp? Also für mich sind es drei wichtige Themen. Das eine ist das Thema Klarheit, Ziele, Vision, was ist mir wichtig? Das andere Thema ist Konzentration, Fokussierung, weil ich glaube, dass wir heute ganz viel rechts und links liegen lassen, auch nicht fertig werden mit unserer Arbeit, weil viele Menschen nicht mehr fokussiert sind. Und das dritte ist natürlich Fleiß und harte Arbeit, weil ohne Fleiß und harte Arbeit wird sich auch so eine Praxis nicht auf Dauer erfolgreich gestalten lassen. Ich glaube auch, dass Ärzte zunehmend anfangen dürfen, Samstag zu arbeiten. Also bin ich zutiefst überzeugt, dass man sich überlegen muss, ob ich auch Samstag mal 3 Stunden öffne. Oder eben abends. Es gibt einen Arzt hier, der arbeitet an einem Tag bis 21 Uhr. Das ist aber hier immer noch die absolute Ausnahme. Mhm. Ja, und dann muss er sich eben mal anders frei nehmen. Ich meine, ich habe auch keinen geregelten Montag- bis Freitag-Job und Samstag, Sonntag, Wochenende, sondern so wie halt schon diese Flexibilität im Krankenhaus gefordert ist, so wird sie sicher auch von Praxen kommen, zumindest wenn man erfolgreich sein möchte. Ja. Ja, weil dann geht man ja eher dahin, wo ich diese Flexibilität erfahre. Und wenn ich ja mit mehreren zusammenarbeite, dann trifft es ja nicht den Einzelnen so hart, sondern dann teilt man sich das ja auch entsprechend auf. Ja, zumal das natürlich auch die Zukunft ist, gerade die Gemeinschaften sich zusammenzuschließen und die Vorteile der Gemeinschaft dann auch auszunutzen. Du hast gesagt, geänderte Öffnungszeiten, dann Praxisräumlichkeiten, die man sich teilt, ist auch eine Kostenfrage oft. Ist übrigens eine gibt es auch interessante Statistiken drüber, dass viele junge Ärzte eben so ein bisschen Sorge dafür haben, muss ich letztendlich in der Praxis mehr arbeiten als vorher im Krankenhaus, und beim Krankenhaus sind sie leider auch schon überfordert, dass sie eben sagen, wenn ich jetzt in ländliche Gebiete gehe, wo wir eine Unterversorgung haben, dann vermuten die nicht nur eine 40-Stunden-Woche, sondern eine 50-60-Stunden-Woche, weil die Patienten eben da sind und sie dann ihrer Verantwortung gerecht werden müssen. Aber auch da gibt es ja Lösungen. Wir haben eine vorgeschlagen, nämlich Gemeinschaften zu bilden und sich mit Ärzten zusammenzuschließen und da eben ein größeres Bild. Aber ganz ehrlich, wenn mir jemand kommt und macht sich mit der Praxis selbstständig und wir diskutieren über 50, 60 Stunden Wochen, lass es besser. Ja, weil, sehe ich auch so. Ist der Trend. Der Trend ist tatsächlich ein verändertes Lifestyle-Verhalten. Ja, ich weiß. Ja. Aber das wird sich rächen. Das ist jetzt total kurz gedacht, weil die Menschen müssen sich ja mal Gedanken machen, wer finanziert ihre Rente oder wie wollen sie ihre eigene Rente finanzieren. Und wir arbeiten weltweit gesehen eh schon mit am wenigsten. Also ich verstehe mal diese Diskussionen nicht über Life-Balance und kürzer arbeiten, und gleichzeitig steigen die Zeiten, wo Menschen in den sozialen Netzwerken rumhängen, die Fernsehzeiten, die Bewegungszeiten werden nicht mehr, sondern weniger. Also solange der Mensch auch mit seiner Freizeit sie nicht vernünftig gestaltet, glaube ich, wäre er in der Arbeit, die ihm wirklich Spaß macht, besser aufgehoben. Und weißt du, wenn ich jetzt ein Buch lese, ist das dann Freizeit oder ist das Job? Ja. Wenn ich jetzt am See sitze und mir fällt gerade ein zündender Gedanke ein und ich nehme das jetzt auf für YouTube oder für Insta-TV, ist das jetzt Job oder ist das Freizeit? Ich finde schon dann als Unternehmer allein diese Trennung sehr schwer, weil du kannst ja auch nicht mehr einfach in den Supermarkt gehen, total unrasiert, muffelnd und im Trainingsanzug, weil du bist immer im Job, wenn du in die Öffentlichkeit gehst. Jawohl. Ja? Und daher finde ich schwer zu sagen, ich möchte eine Unternehmer sein mit einer Praxis, aber ich möchte auch irgendwie eine garantierte 40-Stunden-Woche. Aber ich glaube, das ist genau der Unterschied, dass man sich davon lösen muss, denn aus dem Bewusstsein heraus zu sagen, ich arbeite ja nur im Krankenhaus, da habe ich meine 40 Stunden und ich gehe aus dem Krankenhaus raus und bin fertig, das wird man als Unternehmer, als Selbstständiger auf dem Weg zum Unternehmer nie haben. Das ist richtig. Und ich glaube, die Unterscheidung wird man irgendwann im Laufe der Zeit einfach merken, und das ist die Entwicklung hin, dass man immer mehr zum Unternehmer wird, dass man in jedem Moment, in dem man da ist, das auch miteinander verbindet und dass man, und du hast es gerade im Nebensatz gesagt, das fand ich sehr, sehr schön,
das tut, wo man Lust zu hat, wo man Spaß dran hat. Und dann ist auch nicht mehr die Frage nach Work- und Life-Balance. So ist es. Dann brauche ich diese Balance gar nicht mehr. Ja. Weil wenn ich an das, bis mein Lebensende das tun kann, was mir Spaß macht, dann ist auch ein Renteneintrittsalter irgendwie dahin, weil ich brauche ja, es macht mir ja Spaß. Ja. Also ich werde zum Beispiel, ich bin jetzt Mitte 50, ich werde noch 20 Jahre arbeiten, ganz sicher. Ja. Klar werde ich da nicht mehr so viel machen wie jetzt. Dann mache ich vielleicht noch 2 Vorträge im Monat. Aber ich werde arbeiten, weil es gibt meinem Leben Sinn und macht mir Freude und gibt mir eine Freiheit und eine Unabhängigkeit. Und daher schwer für mich die Denke. Aber wirklich zurück zu den Faktoren. Für mich ist eine klare Vision, wo will ich mit meiner Praxis in 10 oder 20 Jahren sein? Runtergebrochen auf Ziele. Und die Ziele, Jahresziele, runtergebrochen auf Etappenziele. Und der Wolfgang Mader hat es jetzt so schön erklärt in dem Vortrag. Wolfgang habe ich vorbereitet als Mentalcoach auf das Race Across America, das schwerste Radrennen der Welt. Mhm. 4.800 Kilometer und knapp 58.000 Höhenmeter in 10 bis 12 Tagen. Und eine Herausforderung. Ja. Und für ihn war klar, er wollte nicht um den Sieg fahren, er wollte einfach finishen. Das heißt, er musste 48 Stunden nach dem Sieger ins Ziel kommen. Und er muss auf dem Kurs 52 Kontrollstellen passieren. Und natürlich die um die vorderen Plätze fahren, die rauschen da vorbei, weil keine Zeit verschenken. Aber er hat gesagt, es geht ja nur ums Finishen, nur. Ich halte an jeder Kontrollstelle an, sag Hallo, trinken Espresso und fahr weiter. Und feiern mich an dieser Kontrollstelle dafür, oh, wieder eine Etappe geschafft. Einmal auf die Schulter geklopft, einmal oh, und mit diesem Ja, ich habe wieder eine Etappe geschafft, wieder nächste Etappe. Mhm. Und das ist für mich oft viel zu schwammig formuliert. Das muss schriftlich formuliert sein. Das letzte Teammitglied muss darum wissen, wenn ich in die Praxis komme und ich frage die Praktikantin, dann muss die mir sagen können, wo die Reise hingeht in dieser Praxis. Und was ihr Beitrag ist zum Erreichen der Ziele. Weil das eine ist ja, dass der Unternehmer ein Ziel hat. Das andere ist, dass jeder einzelne Ziele braucht, die er auf das große gemeinsame Ziel einzahlt. Absolut, und das mache ich eben wirklich schriftlich mit jeder einzelnen Person. Mhm. Ich sage, wir haben am Tag X unser Gespräch, bis dahin überlegst du dir das, schreibst es bitte auf und sind wir wirklich im Vertrag. Wir schauen uns das gemeinsam an, wir verbessern da noch da, wo was zu verbessern ist und dann wird es von beiden unterschrieben. Und das ist sozusagen die Grundlage für die nächsten Wochen und Monate, worauf wir immer wieder kurz drauf schauen im Sinne von, wie stehst du denn? Ja, was läuft gut, was läuft nicht gut, wo brauchst du vielleicht noch Unterstützung, auf welche Art und Weise? Okay, da fällt mir ganz spontan ein, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, hört sich super interessant an, ich möchte mir da jetzt mal mehr drüber anhören, wie kann er mit dir in Kontakt treten? Sollen wir, also auf deine Internetseite einfach mal gehen, bietest du so etwas an, so ein Coaching, gerade für jemanden, der sagt, das interessiert nicht nur mich oder ich möchte das nicht nur für mich haben, sondern ich möchte das auch gerne für die Praxis, für meine Helferin, für mein Team. Gibt es da was? Ja. Ja, ich biete das an. Ich habe auch schon Arztpraxen begleitet. Mhm. Das kann dann sein in einem Training, das kann ein Einzelcoaching sein, das kann eine Mischung aus beiden sein, das kann auch einfach mal ein Impuls sein. Ich sitze gerade dran, auch ein Unternehmertraining zu gestalten. Da können genauso Ärzte drin sitzen wie andere, weil Thema voneinander lernen. Genau. Um halt auch mal zu besprechen, auch das Thema Klarheit der Aufgaben. Ich erlebe immer wieder, dass viele Arzthelferinnen überhaupt, glaube ich, nicht genau wissen, was in ihren Aufgabenbereich fällt und was nicht. Mhm. Und ich gehe selber zum Arzt, ich habe schon Praxen im Kopf, wo ich sage, wow, Hut ab vor dem, was der Unternehmer da auf die Füße stellt. Und es gibt Praxen, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und mir todsicher bin, die gibt es irgendwann nicht mehr, weil selber kaputt gewirtschaftet. Und das schaue ich mir dann auch an, ne, damit ich einmal eine Idee habe. Und um auf deine Antwort zu kommen, es gibt einen Haufen Podcasts, es gibt Blogartikel, mein Buch Kopf gewinnt, gibt auf viele Fragen eine Antwort. Ja, super. Also da kann man auf jeden Fall sich mit dir beschäftigen, mit dir in Kontakt treten und auch gegebenenfalls gerade, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, die Mädels, nenne ich sie jetzt mal, die Helferin oder das Team mit einzubeziehen und zu sagen, also auch die müssen wissen, worum geht es uns denn in der Praxis. Ja. Wo steht die Praxis und was wollen wir für die Patienten tun? Ja, weißt du, was das Tolle ist? So ein Pep Guardiola zum Beispiel, der für mich einer der besten Trainer der Welt ist und immer noch ist. Er sagt immer,
das Wichtigste für den Menschen ist, gesehen zu werden. Also frag dich als Unternehmer, siehst du wirklich jeden Einzelnen im Team der Praxis? Und er sagt eben auch, nur wir gemeinsam machen die Tore. Nicht ich als Trainer mache die Tore, sondern wir gemeinsam. Und das muss immer wieder klar sein, auch in der Arztpraxis, dass nur wenn alle mit dabei sind und einen guten Job machen, dann wird die Praxis auf Dauer erfolgreich funktionieren und kann natürlich dann auch entsprechende Honorare, Gehälter zahlen. Ja. Ist ein Wirtschaftsunternehmen natürlich. Ja, ist ein Wirtschaftsunternehmen und daher finde ich es so wichtig, man darf als Unternehmer, als Arzt nicht vergessen, jedem Einzelnen im Team zu sehen, mal reinzuhören, mindestens einmal die Woche ganz kurz. Wie geht's dir? Wo stehst du? Was brauchst du? Wenn derjenige was braucht, auch die Arzthelferin so zu erziehen, dass sie dann aber auch den Mund aufmacht und nicht, wenn sie gefragt wird, immer wieder sagt, ja, ist alles in Ordnung und hintenrum wird dann gemäkelt und rumgemuffelt und über den Unternehmer hergezogen, sondern dass auch jeder lernt, dass er sich einbringen darf. Ob das dann immer umsetzbar ist, ist dann natürlich nochmal ein anderes Thema. Absolut. Ja. Also Kommunikation in der Arztpraxis spielt eine ganz große Rolle. Nicht nur Kommunikation mit Patienten, sondern Kommunikation im Team. Aber nicht nur in der Arztpraxis, in jedem Unternehmen, in jedem kleinen oder mittelständischen oder auch sogar größeren Unternehmen. Eine Sache ist mir vorhin noch eingefallen. Du hast von dem, wie hieß er noch, gesprochen, der diese Reise da jetzt gerade macht, mit dem Fahrrad. Ach, der Wolfgang Mader. Wolfgang Mader, so, mein Gott, nochmal. Ist es vielleicht für jeden Unternehmer mal ratsam, mal so eine Grenzerfahrung zu machen, um mal zu gucken, was steckt denn in mir drin? Also nicht nur in jedem Unternehmer, sondern für jeden Menschen auf seinem Leistungsniveau. Also es muss jetzt nicht jeder durch die Sierra Nevada mit dem Fahrrad fahren oder auf einen 8000er steigen. Aber macht das aus deiner Erfahrung Sinn, mal eine Erfahrung zu machen, zu sagen, ich gehe mal an die 100% und was sind überhaupt meine 100%? Ja gut, was sind Grenzerfahrungen? Da müssten wir jetzt definieren, was eine Grenzerfahrung muss eben jeder auf ein Großglocknerrennen oder an seine sportlichen Grenzen gehen. Als Unternehmer musst du auf jeden Fall deine Komfortzone verlassen, auf jeden Fall. Also das sind dann eben so Dinge wie, was, Facebook? Ich soll Facebook machen? Nö, natürlich, du musst Facebook machen. Auch ein Arzt braucht eine Unternehmensseite auf Facebook, in meinen Augen, und darf da, ob jetzt selber oder durch eine Agentur begleitet, einen ordentlichen Außenauftritt hinlegen. Und da wird sicher der ein oder andere über seine eigenen Grenzen treten dürfen, weil im Sinne von, will ich mich damit beschäftigen, wenn du erfolgreich sein willst, nachhaltig erfolgreich, weil zum Beispiel ich gehöre zu den Patienten, ich fahre auch ans andere Ende der Welt. Wenn ich das Gefühl habe, da sitzt jemand, der ist richtig gut, ja, dann fahre ich auch ganz woanders. Ich bin lange, viele, viele Jahre 2 Stunden zum Zahnarzt gefahren. Bis ich zwar festgestellt habe, dass da leider auch vieles nicht in meinem Sinne lief, aber ich war halt lange von ihm überzeugt und es hat mich dazu gebracht, dass ich da weit gefahren bin. Und ich glaube eben, dass wir auch davon weg müssen von diesem, das ist mein Einzugsgebiet und damit bin ich zufrieden, sondern will ich wirklich ein interessantes Arbeitsleben für mich und auch ein schönes Unternehmen, dann ist es ja spannender, wie zum Beispiel auch Dr. Spitzbart, bei dem ich auch immer mal wieder bin, der hat halt Patienten aus überall her. Ja. Wenn die nicht mehr weiter wissen, er hat eine eigene Art, das Blut zu analysieren, dann fährt man eben auch zu ihm. Und er hat ja dann einen ganz spannenden Ansatz. Er sagt ja dann immer, lieber Patient, ich bin nur bereit, mit dir zu arbeiten, wenn du deine ganze Diagnostik einfach einmal in den Mülleimer schmeißt. Ich will jetzt nicht die ganzen Geschichten der letzten 5 Jahre hören, weil das zieht ja den Patienten wieder nur runter, sondern wir schauen, jetzt ist Bestandsaufnahme, was ist heute? Und darauf basierend schauen wir, was die nächsten sinnvollen Schritte sind. Also das heißt, ich muss entweder eine besondere Expertise haben, also eine besondere Leistung anbieten, etwas Besonderes haben, ein besonders guter Arzt sein, damit die Leute weit kommen, oder ich muss zumindest das Vertrauen haben meiner Patienten. Genau. Mein ganzes Umfeld muss so sein, dass ich sage, da gehe ich schon mal gerne hin. Die Expertise, da freue ich mich schon, oder auf die vertraue ich schon mal, das wollte ich sagen. Und letztendlich, und das hört man ja auch immer wieder raus, die Genesung eines Patienten beginnt ja nicht beim Arzt, sondern die beginnt ja beim Eintritt in die Praxis, also bei der Begrüßung, die Helferin, die Freundlichkeit, die Zuversicht, dass vielleicht der Moment mehr
Aufmerksamkeit, Anerkennung für den Patienten. Und wenn da das Team involviert ist in dieses Ganze, in diesen ganzen Prozess, und wenn es nur die Frage ist, geht es Ihnen gut? Und wenn der Arzt vielleicht sich die eine Minute mehr Zeit nimmt, wenn sie denn möglich ist. Und da können wir jetzt noch über das Thema Digitalisierung sprechen. Auch da gibt es viele Möglichkeiten, mehr Zeit sich zu verschaffen. So ist es. Wenn ich auf die Uhr gucke, Antje, wir sind fast bei 50 Minuten, ist super schnell vergangen. Ich habe noch ganz viele Fragen hier stehen. Wenn wir aber, also wenn die Ärzte die Möglichkeit haben oder wenn jemand die Möglichkeit hat, mit dir in Kontakt zu treten, haben wir gerade schon gesagt, wir machen alle Verlinkungen von dir in die Shownotes, sodass man auch Kontakt zu dir aufnehmen kann. Ich habe zum Schluss noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde, weil es interessant ist, immer die gleichen Fragen zu stellen, unterschiedliche Antworten darauf zu bekommen von den Teilnehmern. Ich lege einfach mal los. Ja. Und zwar geht es um das Thema Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Boah, das ist eine schwere Frage. Kann ich echt wenig zu sagen. Ich glaube, dass wir noch mehr in die Forschung und Wissenschaft investieren müssen und noch offener sein müssen. Also, dass auch Ärzte zum Beispiel lernen, dass sie nicht beleidigt sind, wenn ich sage, ich hole mir noch eine Zweitmeinung. Oder manche ziehen ja schon ein langes Gesicht, wenn du sagst, ich habe im Internet Folgendes nachgelesen. Ich meine, der Patient wird halt mündiger und so diese Toleranz gegenüber auch anderen Ansätzen. Also, ich hatte jetzt lange ein Blasenproblem und dann habe ich irgendwann zu meinem Orthopäden gesagt, ich gehe jetzt zum Osteopathen. Das hilft gar nichts, das bringt null. Und einmal Osteopathie, keine Probleme mehr. Ja. Und so dieses, weil es gibt ja einen Film, der heißt, wer heilt, hat Recht. Und da müssen wir hin. Ja, es ist nicht zu schauen, was füllt meinen Säckel, sondern... weil in dem Moment, wo ja jemand mir als Mensch und Persönlichkeit positiv in Erinnerung bleibt, gehe ich ja auch wieder hin. Auch wenn ich vielleicht den Heilungserfolg woanders erlebt habe. Aber dadurch, dass er ihn mitgetragen hat und mich vielleicht sogar unterstützt hat und gesagt hat, ja, probier es aus, kostet ja nichts, eine Osteopathiebehandlung, das sind einmal 60 Minuten. Ich glaube, es geht mehr um die Persönlichkeit als Arzt. Ja? Dass ich mich auch als Patient mal ein Stück anlehnen kann. Und auch, wie du vorher gesagt hast, die Minute mehr. Ich habe einfach Diagnostik über den Tisch geschoben bekommen als Frau. Hey, da hat mir eine Gynäkologin eine neue Dermatitis sozusagen gelabelt, als Diagnostik aufgeschrieben. Die hatte mich noch gar nicht angeschaut. Ja, wo ich sage, hallo, und jetzt bin ich mündig und sage, ey, gute Frau, never ever. Weil ich weiß erstens, wie eine neue Dermatitis ausschaut und zweitens ist es keine. Aber es gibt ja auch ganz viele Menschen, die klammern sich jetzt da dran und sagen, die Ärztin, die hat gesagt, ich habe eine neue Dermatitis und gehen nach Hause und selbst für eine Prophezeiung. Die tun auf jeden Fall nichts, was ihrer Gesundheit zuträglich ist in dem Moment. Ja? Und daher mehr Zeit, wohl überlegen, was ich auch als Arzt sage und nicht einfach irgendwas blub raus und schnell über den Tisch. Also Kommunikation, Persönlichkeit. Weil ich glaube, in der Ausstattung von guten Arztpraxen wird es irgendwann auch nicht den Mega-Unterschied geben. Ja, sondern die werden sich, was eben Digitalisierung, Geräte und so weiter anbetrifft, vor allem wenn man in der Gemeinschaft arbeitet und sich die Kosten teilt, sicher nicht den großen Unterschied machen, sondern den Unterschied macht, vertraue ich dem Arzt und ist das eine Persönlichkeit, der ich mich gerne auch anvertraue. Ja. Sehr schön. Ich glaube, genau das, was daraus gekommen ist, es geht eben nicht darum, noch mehr technisierter zu werden, sondern den Menschen in den Vordergrund zu bringen, Empathie mitzubringen und die Persönlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Sehr, sehr schön. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit oder überhaupt Gesundheit? Ja, ohne Gesundheit ist nichts los. Ja, also ich finde, Gesundheit steht über allem, zumindest für mich, auch auf meiner Werteebene oder Werteliste. Es ist manchmal nicht leicht, finde ich, weil ich eben auch sehr viel arbeite, da dieses Gleichgewicht zu finden, auch eben so in dieser Gesellschaft, die so unzufrieden ist und wo ich gerade ganz vieles nicht mehr verstehe, wie man eben fast die Geschichte wiederholen möchte, weil manche sagen mir, eine AfD schafft es nicht, die ist zu schwach, aber es hat ein einzelner Mann geschafft, in der Geschichte ganz verheerende Dinge zu vollbringen. Ich verstehe gerade vieles nicht mehr, aber das tut natürlich nicht so gut. Ne? So diesen Unsicherheitsfaktor, dieses
als eine von wenigen dazustehen und den Menschen zu sagen, hey, schau doch mal, wir leben in einem Land, das ist eines der stärksten Wirtschaftsländer der Welt, wir haben geringe Armut, wir haben wenig Menschen mit Sorgen, lasst uns doch bitte auch darüber reden und nicht nur alles schlecht machen und überall drauf rumtrampeln. Ja, sehr schön. Ja, und das ist, also Gesundheit ist total wichtig. Ja, in dem Zusammenhang fällt mir ein Satz ein, den ich letztens in einem Interview gehört habe, wo jemand auch gefragt wurde nochmal zum Thema, warum ist ihm das Thema Gesundheit so wichtig, auch für andere Menschen. Da hat er unter anderem gesagt, Leute, die sich gesund ernähren, die einen gesunden Lebensstil haben, die denken anders, aber die wählen auch anders. Also von daher geht das in die Richtung, die du jetzt gerade auch gesagt hast. Welche 2 bis 3 Fähigkeiten sollte ein Unternehmer aus deiner Sicht mitbringen oder haben? Ja, Fokussierung. Ziele sind ein Muss. Du musst dir Ziele setzen, schriftlich, mit Commitment, am besten mit Zielvertrag und Zielvisualisierung. Also ich habe hier einen Fotorahmen stehen, einen digitalen Fotorahmen, da laufen meine Ziele den ganzen Tag nonstop durch und erinnern mich mal immer wieder dran, bist du wirklich auf dem Weg? Und ich überlege mir so mittels kleine Übungen am Ende des Tages, was hast du heute in puncto deiner Ziele getan? Bist du deinen Zielen heute wirklich wieder ein Stück näher gekommen? Michael Jordan hat mal gesagt, lieber Trainer, lass mich nur aus dem Training raus, wenn ich heute ein klein bisschen besser war als gestern. Und das ist eine gute Einstellung auch für einen Unternehmer, in welchem Bereich auch immer. Aber wenn ich möchte, dass mein Unternehmen wächst oder zumindest also gleichbleibend, muss ja nicht immer wachsen, aber eben auch nicht nach unten sich bewegt, dann geht es ja auch darum, was habe ich heute getan, um meinen Zielen wieder ein Stück näher gekommen zu sein. Ja. Das ist dann natürlich Ausdauer, das ist schon nach wie vor Durchhaltevermögen, Ausdauer ist schon wichtig und eben, wie du gesagt hast, gerade für Ärzte Empathie. Ich meine, wenn ich keine Empathie habe, sollte ich nicht Arzt werden, definitiv nicht. Ja. Das lassen wir mal einfach so stehen. Ja. gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders motiviert erreicht oder mitgerissen hat, vielleicht als kleinen Tipp? Ja, Big Five. Oder das ist auf YouTube, das Lebensmuseum. Okay. Das ist so in Kurzform dieses, wenn du heute dein Museum, dein Lebensmuseum betrittst, welche Bilder hängen da? Mhm. Und da müssen eben viele Menschen schon sagen, da hängen mehr Dramen, weil sie mehr den Fokus auf die Dramen legen. Und du hast es heute im Griff, ab sofort andere Bilder in deinem Museum zu hängen und dadurch wird sich dein Leben verändern. Und das ist ein super schöner Film, auch schön mit Musik hinterlegt, der fast immer in Vorträgen oder in Seminaren die Menschen zum Weinen bringt. Ja. Weil es einfach sehr deutlich zeigt, auch, das ist blöd, weil ich damit Werbung mache, aber auch Edeka hat einen Weihnachtsfilm gedreht zum Thema Beziehung, Bedeutung der Familie. Ja. Mhm. Und der ist auch so wunderschön. Ich glaube, der war vom vorletzten Jahr, wo es einfach darum geht, man muss nicht die tollsten Plätzchen backen und noch die Lichterketten im Garten anbringen, sondern Zeit für die Familie haben. Ja. Weil letztendlich am Ende des Lebens, die letzten Stunden wollen wir mit der Familie verbringen. Nur wenn wir die ein Leben lang verkrault haben. Ja. Und für mich hat es nichts damit zu tun, ob ich viel oder wenig arbeite, sondern es ist eine Qualität der Begegnung, eine Qualität der Beziehung, nicht eine Quantität. Ja. Darum geht es überhaupt nicht. Ja. Menschen können ganz Wochenende in einem Haus gemeinsam verbringen, aber wenn jeder in seinem Zimmer sitzt und man beim Essen nicht miteinander redet, weil lauter Handys am Tisch liegen und den restlichen Tag jeder vor seinem Rechner sitzt und spielt oder sonst was tut, dann ist das keine Qualität der Begegnung. Ja. Könnte man auch also, wieder schön auch wieder auf den Arzt wunderbar beziehen, nicht die Quantität der Behandlung, sondern die Qualität der Behandlung. So ist es. Schnell dabei. Ne? Ja, so ist es. Und zum Schluss die letzte Frage. Gibt es jemanden, den du uns vielleicht auch im Nachhinein, weil ich dich jetzt ein bisschen damit überfalle, den du uns hier als weiteren Podcast-Gast empfehlen würdest? Weil meist muss man die Menschen ja auch fragen, ob sie Lust haben, sowas zu machen. Also von daher, wenn dir jetzt spontan jemand einfällt, können wir das gerne später nachvollziehen. Ja, weiß schon jemand. Meine Kollegin, die Silvia Zielkowski. Okay. Dann würde ich die einfach mal im Nachgang nochmal irgendwann mit deiner Empfehlung versuchen, in den Podcast zu bekommen. Ja. Antje, ganz, ganz vielen Dank. Ich fand es ein super spannendes Interview. Man merkt dir einfach an, wie du für dieses Thema brennst und lebst. Also
Vor allen Dingen, ich finde, du hast eine ganz tolle Mischung aus einer sehr fachlich fundierten Art und Weise, aber mit einer unglaublich sympathischen und eben auch empathischen Art und Weise. Das ist eine Kombination, die habe ich nicht so oft, wenn ich ehrlich bin, weil oft entweder ist es das eine oder das andere. Ja. Also fand ich sehr spannend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Man sieht so ein bisschen im Hintergrund, in Rosenheim wird es schon dunkel, ne? Oder? Ja, leider. Weil ich bin ein Sonnenkind und ich liebe lange Tage und bin immer froh, wenn der Winter wieder vorbei ist. Ja. Also ganz lieben Dank für deine Zeit. Ihnen, liebe Zuhörer, Zuschauer, ganz lieben Dank fürs Zuschauen und Zusehen. Nochmal der Hinweis auf die Bewertung bei YouTube oder iTunes. Und Bewertung meine ich auch. Schreiben Sie ruhig ein paar Kommentare dazu. Freut mich immer sehr. Denn nur so können wir so interessante Gäste wie die Antje Heimselt hier nochmal hinholen und in den Podcast bekommen. Denken Sie mal dran, als Arzt bleiben Sie unternehmerisch, unternehmen Sie was, tun Sie was, lassen Sie sich nieder. Ist eine tolle Sache, als Arzt unterwegs zu sein. Antje, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss und dahin. Tschüss.